Seien Sie vorsichtig. Er ist wieder unterwegs. Er sucht neue Opfer. Keiner ist vor ihm sicher. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo zurück, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Alles klar? Herzlich willkommen und hallo. Ja. Und auch von mir alles Gute an die Hörer und herzlich willkommen. Hier ist der Erik und wir haben Filme für euch mitgebracht. Und ja, den ersten, den haben der Chris und ich gesehen und das Sneak Preview. Da müssen wir jetzt mal versuchen, den der Kate irgendwie schmackhaft zu machen, dass sie vielleicht den auch anschauen möchte. Das wird schwierig. Na dann versuch das doch mal. Wird schwierig, aber... Da bin ich jetzt aber mal so richtig gespannt. Der Film heißt Wege des Lebens, The Roads Not Taken und ist eine nahezu internationale Koproduktion. Die besten Leute aus aller Welt haben daran gearbeitet. USA, Großbritannien, Schweden, Polen und Spanien. Und Hauptrolle spielt Javier Bardem. Und Elle Fanning spielt seine Tochter und Selma Hayek spielt auch noch mit und Laura Linney hat auch noch eine Rolle und der Film spielt quasi auf so drei Ebenen oder erzählt mehr oder weniger drei Geschichten. Die Hauptgeschichte ist, dass Elle Fanning, die Tochter von Javier Bardem, gerufen wird, weil die Haushaltshilfe nicht in die Wohnung reinkommt von ihm und sie finden ihn dann im Bett liegend und der Türöffner ist in der Nähe und er hat es aber nicht gedrückt und wir sehen dann relativ schnell, dass er irgendwie ein geistiges Problem hat, Demenz, Alzheimer, irgend sowas in der Art und die Elle Fanning macht ihn dann bereit für den Tag, sie hat mit ihm zwei Termine an dem Tag, einmal beim Zahnarzt und einmal beim Optiker oder Augenarzt und sie begibt sich dann mit ihm auf dem Weg durch, was ist das, New York eigentlich? Ist das New York? Nee, ich glaube, es ist eher Chicago, oder? Sagen wir mal eine Großstadt. weil das. Ich glaube, es war Chicago, so von der Bahn her und so, weil von der Bahn her war es nicht New York. Ich recherchiere mal. Okay. Also eine amerikanische Großstadt, sagen wir es so. Und er ist natürlich mit seinem Problem, was er hat, das führt halt auch dazu, dass er sich sehr unwohl fühlt unter Menschen mit diesen lauten Geräuschen und so weiter und kehrt sich dann immer wieder in sich selbst hinein und hat dann so, ich nenne es mal Tagträume oder Erinnerungsflashes von früher und das sind dann die anderen Geschichten, die der Film erzählt, nämlich eine Geschichte handelt in Mexiko, wo er noch in jüngeren Jahren mit Selma Hayek zusammen ist und wo sich so eine Art Beziehungskrise andeutet, weil er ist Schriftsteller und sie möchte halt schon ein bisschen was unternehmen und so und er will halt eher so in sich gekehrt da sitzen und überlegen, was er irgendwie schreibt und die zweite Geschichte, die dann immer mal erzählt wird, ist, wo er dann irgendwie alleine auf einer griechischen Insel ist als Schriftsteller, so als, weiß nicht, trauriger Poet oder so und da irgendwo so an Tischen sitzt und irgendwas was trinkt und isst und irgendwas vor sich hinschreibt und da manchmal Gespräche mit Personen hat, die da ankommen auf diesen griechischen Inseln. Und dann geht er zurück nach New York übrigens. Genau, und dann geht er zeitlich gesehen, chronologisch gesehen nach New York und das ist dann quasi die Geschichte, die wir dann jetzt sehen. Und wie das alles zusammenhängt und was das in der Vergangenheit auf ihn für Auswirkungen hatte und er erlebt ja tagsüber, während er mit seiner Tochter unterwegs ist, bestimmte Dinge, er sieht Sachen, die so ähnlich sind wie Sachen von früher und auch wenn er ja so wirkt, als wäre sein Geist quasi nicht mehr in seinem Körper zu Hause, erfahren wir aber ja durch den Film, dass da doch noch schon ganz schön viel ist, er lebt halt eher so in der Vergangenheit gedanklich gesehen und ja. Oder? Das war doch ein cooler Film, oder, Chris? Es war sicherlich ein Film, der diese Thematik ganz gut einfängt. Also von diesem Krankheitsbild einfach auch, glaube ich. Und auch dann so ein bisschen
die Hilflosigkeit streckenweise der Angehörigen darstellt. Also wenn ich da an die leicht überforderte Elle Fanning denke, die halt immer wieder versucht hat, das so, hey, hey, aber ich bin doch deine Tochter und hey, hey, lass uns das machen und hey, jetzt machen wir das und hey, ja, mein Gott, dann pinkelt man sich halt mal ein, sowas passiert halt. Das fand ich das Positive an dem Film, aber der Film hat unfassbar wenig Drive, der nimmt die Geschichte, die er hat, ist ein schweres Thema, aber dieses schwere Thema gefühlt erdrückt den ganzen Film und deswegen kommt der Film überhaupt nicht in die Pötte. Diese nicht mal 90 Minuten haben sich angefühlt wie ein 3-Stunden-Epos und das fand ich sehr, sehr schade. Das stimmt. Du hast mir noch gesagt, irgendwie, ja, der Film geht irgendwie 85 Minuten und da war irgendwie gerade eine Stunde rum, dachte ich, oh Gott, ich fühle mich, als sitze ich hier gerade seit 2 Stunden in diesem Film, ja, weil also gefühlt nichts passiert ist und diese Rückblenden und so weiter, das war ja alles ganz, ganz nett und so, aber da war ja auch nicht das Riesendrama. Wie gesagt, er sitzt halt dann irgendwo auf den griechischen Inseln und trinkt da sein Käffchen und sinniert über sein Leben und oder fährt mit dem Paddelboot raus. Das war für mich noch dahingehend lustig, weil mich das an die Serie Norseman erinnert hat. Wo einer die wir heute vielleicht auch noch im Programm haben. Achso, tatsächlich, stimmt da, ich sehe es hier. ja, aber ansonsten, oh, und ich meine, das ist alles ganz, ganz furchtbar, keine Frage. Es ist wirklich niemand, also man kann es echt niemandem wünschen, sowas zu haben oder dass Angehörige da betroffen sind, dass man dann wirklich das Gefühl hat, derjenige ist überhaupt nicht mehr da und körperlich ist er zwar noch, er oder sie ist zwar noch da und so. Das ist alles ganz, ganz furchtbar. Aber das ist so ein Film, ach, ich weiß nicht, das will ich irgendwie nicht im Kino sehen. Das ist irgendwie, im Kino will ich mich eher so von den schlimmen Seiten des realen Lebens so ein bisschen wegflüchten und irgendwas anderes sehen und nicht dann, ach, so gerade so zum Montagabend in der Sneak Preview. Also das ist so ein Film, ich denke mal eher so Filmfestivals, so ja, oder Arthouse-Kino, das, ja, das ist das Richtige für sowas, wo man schon so reingeht und sagt, okay, jetzt gucke ich mir mal so einen Film über so ein Thema an, aber nichts für die Sneak Preview am Montagabend, oh. Hab mich da echt schwer getan bei dem Film. Obwohl, ja, ich glaube nicht nur du. Also, dazu kam das noch. Das ging gefühlt auch anderen so. Ja. Da können wir nachher oder können wir mal reingucken nachher in die Wertung bei uns. Was auch noch mit dabei ist, das mich sehr gestört hat, war eben auch so die handwerklichen Themen, so Kameraarbeit, Regie und so weiter. Da war so viel komisches Zeug dabei, was irgendwie nicht gepasst hat. Das hat mir einfach nicht gefallen, der Film. Wenn es wenigstens so perfekt gewesen wäre. Die Darsteller waren super. Also Elle Fanning, wie sie es immer so am Rande der Selbstaufgabe ihr eigenes privates Leben schon so weit zurückstellt und um dafür zu kämpfen, dass ihr Vater, den sie ja, wie wir dann erfahren, ja eigentlich erst relativ spät erst kennengelernt hat. Also sie ist ja nicht mit ihm aufgewachsen. Der war ja noch irgendwo auf seinen griechischen Inseln oder so. Aber trotzdem bis zur Selbstaufgabe ihn da unterstützt und ihn auch gegen alles andere verteidigt. Und ja, und auch Javier Bardem, sowas zu spielen, ist natürlich auch nicht ohne. Ich denke mal, er hat ein bisschen auf den Oscar abgezielt mit seiner Performance. Selma Hayek auch mal schön gewesen, sie wieder zu sehen. Aber ach, das hat alles irgendwie nicht zusammengepasst. Ja, war schwere Kost. So, spannende Frage. Kate, ist ein Heimkino ein Muss für dich jetzt, oder? War was? Nein. Wie ist denn der andere Film? Hatten wir nicht auch mal eine Sneak, wo so eine Frau, bei der wird Alzheimer oder... Still Alice, ja. Genau, ja. Ich glaub, der war toll. Den fand ich besser, wesentlich besser. Ich hatte den zwar nicht in der Sneak gesehen, aber dann ja noch nachgeholt. Ja. Da war das Thema ja ganz anders angefasst und aufbereitet und während hier siehst du quasi schon die Person an sich und siehst halt nur die Rückblenden. Aber das weißt du halt auch nicht, ob das so ist bei den Personen. Ja, das ist halt auch, das ist halt sehr viel reingedeutet gewesen und ja, viel Filmmaterial. Also, ja. Also ihr habt mich jetzt nicht wirklich so doll Lust gemacht, muss ich sagen. Ja, kannst ja mal auf Netflix. Schade. Wenn der irgendwann auf Netflix läuft, kannst ja mal gucken. Ja, dann klicke ich mal rein. Wenn du mal auf viel Bad Film hier, brauchst. Ja, genau. So. Oh Mann, ich hab ja tatsächlich noch einen so saudummen Spruch auch. Der Film ist zum Vergessen, oder was?
Ja, genau. Also, ich hätte jetzt gesagt, er ist nicht ganz zum Vergessen, aber ja. Hm. Aber er wird sich nicht in meinem Gedächtnis wahrscheinlich einspeichern. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin noch den ganzen Abend hier. Ja. Wenn ihr was von mir braucht, ich bin drüben an der Bar. Also von mir bekommt der Film leider nur 3 Punkte. Ja. Ja, ich bin an der Bar, tut mir leid. Aber von dir kriegt er auch 3 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Von mir kriegt er genauso 3 Punkte, weil, wie gesagt, ich respektiere das Thema und ich respektiere die Schauspieler dafür und ich habe da absolut auch großen Respekt vor der Leistung, dann das so zu spielen. Und ich habe ja auch mit solchen Menschen auch schon zu tun gehabt. Das ist alles andere als einfach, wenn dann tatsächlich auch mal die ausbüchsen oder irgendwas anderes ist. Das ist schon bedrückend, nur mir hat irgendwas gefehlt. Irgendwas hat mir einfach gefehlt, dass ich sagen kann, okay, der hat noch ein bisschen mehr Punkte verdient. Das lag noch nicht mal in den Schauspielern, die waren voll in Ordnung, aber ja. Ich sag grad, der Film wurde von der Thematik erdrückt. Hm. Okay, ich schaue gerade in unsere Metropol-Sneak-Gruppe. Da hat, also die meisten haben abgestimmt für 5 Punkte oder für 3 Punkte. Also entweder so mittelmäßig oder unterdurchschnittlich. Also mehr eigentlich noch für 3 Punkte. Es gibt dann so ein paar Ausreißer nach oben mit 7 Punkten. Also eine Person, 6 Punkte, eine Person. Ansonsten 4 und 2 gab es auch. Aber die meisten empfehlen ihn nicht weiter. Ja. Ist, glaube ich, auch okay. Für die Sneak echt kein guter Film gewesen. Genauso wie Midsommar damals, hat ja auch der Martin kommentiert. So, da die Kate wieder da ist, können wir ja mal einen Blick auf die Sneak-Tipps werfen, den der Chris erstmal noch nennt, den Sneak-Tipp, und dann darfst du mal vorlesen, was da eingegangen ist. Der Sneak-Tipp für den 27.07. für Sneak 1051 ist On Duty. So, ist und schon was eingegangen. Ja, es gibt 3 Tipps. Einmal Irresistible, unwiderstehlich. Dann Bodycam und Mossad. Den habe ich getippt, kann ich mich erinnern. Ja. Den fand ich sogar ganz witzig. Also geht es da um den Mossad? Ja, oder? Aber um so eine Spezialeinheit innerhalb des Mossads, und das ist so nackte Kanone mäßig gemacht. Und ach, wenn so du mal den Trailer anguckst, da gibt es zum Beispiel ein Iron Man. Und er hat auch ein Iron Man Kostüm, oder nicht Kostüm, also eine Rüstung, die sie ihm gebaut haben, also richtig mit so ähnlich wie Q, nee, nicht, war das Q? M? Nee, Q. Q von Bond, weißt du, immer so Gadgets bauen und so für die Spezialeinheit und so. Und ist aber so lustig gemacht, eine israelische Komödie. Die hatten ja früher auch schon einige gute Komödien am Start. Also ich habe gerade mal bei Irresistible reingeguckt. Das ist eine Komödie, ein Drama mit Steve Carell, Rose Byrne und Chris Cooper. Und das sieht, also das Poster sieht schon sehr witzig aus. Aber ich habe, die Beschreibung ist sehr lang, die habe ich noch nicht gelesen, um was es da geht. Der Tipp kommt auf jeden Fall von Martin, okay, der ein bisschen Insiderwissen hat, was so Thema, welche Filme laufen in den Sneaks und so. ja, schöne Grüße. Mal schauen. Eine Komödie wäre ja schon mal nicht schlecht. Morgen wissen wir. Ja, eine Komödie wäre mal was. Ja, Mossad, ey, den würde ich echt gerne sehen. Das ist ein Film, ich glaube, der könnte in das Sneak sogar passen. Mal was Lustiges und so. Ein Film, den man sich normal nicht angeschaut hätte. Hey, eine israelische Komödie. Wer geht denn da freiwillig ins Kino? Ja. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Und der Trailer sieht echt witzig aus. Ich hatte da so ein bisschen vorsichtig geklickt und erstmal so, okay, dann, wo das dann mit Iron Man kam und so. Okay, dann gucken wir mal in die gesehenen Filme. Heimkino. Ich darf mal kurz anfangen, weil ich habe einen Rezensionsfilm gesehen, den hatte ich Chris auch schon, hat noch nicht geschafft. Ne? Nee. Jetzt kannst du mal entscheiden, ob du es noch gucken willst. Ein koreanischer Film, nachdem wir ja letztens Parasite hatten und was weiß ich, Snowpiercer, den es jetzt auch als Serie gibt zum Beispiel, der auch so ein bisschen koreanisch angehaucht noch ist, die Serie zumindest, obwohl die in den USA produziert ist. Also die Koreaner erzählen ja immer so ein bisschen ihre eigenen, auf eigene Art und Weise und auch ganz anders irgendwie. Das haben wir schon bei The Host oder so, den habe ich damals in der Sneak gesehen. Ganz anders ist so ein bisschen wie heißt der, Extreme Job
Originaltitel Goike Nae Job. deutscher Zusatztitel Spicy Chicken Police. Und oh, es geht hier. wenn du mal in Korea warst, weißt du, Spicy Chicken ist wirklich eine Sache dort. Spicy Chicken, ja. Ich weiß, das habe ich, beer, hab ich in dem Film gesehen. Spicy Chicken ist eine große Sache da. Warum redest du jetzt wie ein Chinese? Das verstehe ich nicht. Ich habe eher gedacht, es klang gerade wie ein Inder, aber okay. dann lass mich mal weitermachen mit Spicy Chicken Police. Und zwar geht es da auch um eine Polizeieinheit, die ja, so Verbrecher jagt, so organisiertes Verbrechen und so weiter und machen da auch so Stakeouts und so weiter. Und irgendwie kriegen sie zu Ohren, dass wohl eingespart werden soll bei ihrer Polizeidienststelle und dass da auch wohl einige dann nach Hause gehen müssen. Das scheint da so, also nicht, ich weiß nicht, ob die da so ein Beamtentum haben wie hier, das aber anscheinend nicht, sondern dass da wirklich ganz normale Polizeibeamte einfach auf die Straße gesetzt werden. Und es sei denn, also die Einheiten, die natürlich gute Leistung bringen, die dürfen natürlich bleiben, die werden jetzt nicht aufgelöst. Und dieses Team, was wir hier sehen, die ist so ein wild zusammengewürfelter Haufen da, eine Frau dabei, ich glaube 4 Männer. Und jeder hat so selbst irgendwie einen Klatsch, also jeder hat so seinen eigenen Klatsch, um es mal so zu sagen. Und ja, die wollen dafür einen großen Gangsterboss hochnehmen, der längere Zeit im Ausland war und wo jetzt angekündigt ist, dass er jetzt wieder zurück ist in Korea. Und sie wollen ihn überwachen. Das klappt nicht so ganz, weil sie mit dem Auto auf der Straße stehen und sie werden dann verdächtig, dann irgendwie Voyeure zu sein, die irgendwie bei jemand anders reinspannern. Und dann kommen sie auch, dann kommen sie auf die Idee, da ist so ein Chicken-Imbiss, in dem sie auch immer gegessen haben, was man auch am Anfang sieht. Und ich muss mal ganz, ganz, ganz leicht spoilern, weil man sieht sie immer da essen gehen und beraten, wie sie weiter vorgehen. Und irgendwann sagt dann der Besitzer, der kommt dann mal zu ihnen hin, so, ey, ich muss jetzt nächste Woche schließen und so. Ja, wieso denn das und so, das läuft doch hier gut. Naja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ihr seid immer die einzigen Leute, die hier essen. Und dann fällt es einem erstmal auf, stimmt, die saßen immer völlig alleine in diesem Restaurant, in diesem Imbiss. Und was liegt da näher, als diesen Imbiss zu übernehmen von diesem, der sich davon trennen will und von dort aus den Stakeout, also die Überwachung zu machen, was ja direkt gegenüber liegt. Und blöderweise nur, dass sie relativ gutes Spicy Chicken dort machen und da viele Gäste kommen und sich das rumspricht, dass dieser Laden echt gut ist und mittlerweile die Arbeit in diesem Chicken-Restaurant auch sehr anspruchsvoll ist, weil sie müssen natürlich auch das Zeug alles beschaffen und kochen und wie auch immer und servieren und bis zum Abend da sitzen und Geld und alles und parallel dazu noch ihre Überwachung zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, wobei sie dann auch immer ein bisschen hin und her gerissen sind, ob sie denn nicht völlig umsatteln und jetzt nur noch Spicy Chicken machen. Und da kommen dann mittlerweile auch, ich denke mal, das sind bekannte Leute in Korea. Ich kannte die nicht, aber die Szene war so aufgebaut, als wäre das irgendjemand, also kommen so ein paar, ich nenne mal, ich glaube YouTube oder Online-Stars da zu denen so, hey, wir würden euch gerne mal einen Bericht mit euch machen und so, und sie sagen so, nee, das wollen wir nicht und so, und dann stehen sie draußen so, was haben die gerade gemacht, also ich nehme an, das waren irgendwie bekannte Leute. Na, jedenfalls, ich will mir nicht zu viel verraten, also sind ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesem Arbeit in einem Restaurant und ihrem Stakeout, und dann ist natürlich, hey, ist ein koreanischer Film, da passieren dann auch sehr viele Kampfszenen auch. Ich fand den so jetzt ganz nett, den Film. Ist jetzt nicht so der schwere Stoff oder der künstlerisch wertvolle Stoff wie jetzt Parasite, aber es war mal echt angenehm. Also ich stelle mir fast diesen Mossad-Film ähnlich vor, wobei der noch mehr so auf Gadgets abzielt. Und hier ist es eher so dieser teilweise verrückte, abgedrehte asiatische Humor, der da mit drin ist, wo man sich erstmal ein bisschen drauf einlassen muss. Aber dann fand ich den eigentlich ganz cool. Ja, hat mir gefallen. Was habe ich hier gegeben? 6,5. Ja, das passt. Ja. Kannst ja auch mal reingucken, Chris. Ja, auf jeden Fall. Ich will den auf jeden Fall noch sehen. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Ich habe es echt leider nicht geschafft, weil ich sehr, sehr viel von koreanischen Filmen halte. Also zum einen ja, weil diese Lebensweise der Koreaner mir, ich will jetzt nicht sagen bestens vertraut ist, aber durchaus schon langsam, aber sicher vertraut ist. Durch einfach, ja, nicht ganz Familienbande, aber Freundesbande einfach auch. Und
Einfach das ganze Leben in Korea, wenn ich mir das so anschaue, ist schon ein Unterschied zu uns und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, was da auch teilweise abgeht. Also ich kann es jedem eigentlich auch nur mal empfehlen, Urlaub in Korea zu machen, in Seoul, in Busan, am Strand ist es einfach herrlich, wenn da die Verkäuferinnen kommen mit Chicken and Beer und du hockst dann am Strand und trinkst dein kühles Bier und isst dein leckeres, durchaus vielleicht auch spicy Chicken. Und dann geht's abends noch schön in eine Bar, wo man noch Bierpong spielen kann. Geil, Kate? Oh, Und das war vielleicht noch eine kleine Anekdote. Das ist mein letzter Filmriss, ist wirklich in Korea passiert, weil ich nicht mehr wusste, wie ich zurück ins Hotel gekommen bin. Oder so, hä? Sagt man das denn? Was? Gambay? Gambay. Okay. Gambay. Ja. Gambay war klar. Ja. Oder wenn, ja. Es kommt drauf an, wie wie man befreundet ist. Wenn man richtig gut befreundet ist, sagt man auch Chan. Hm. Chan. Chan. Oder Chan wie bei uns Busan. Dann Chan. Chan in Busan. Also du siehst, es gibt da ganz viele Insider-Dinger auch. Und ja, ich sag ja, es ist ein paar Jahre her, wo ich wirklich diesen absoluten Filmriss hatte, wo ich nicht weiß, wie wir zurück ins Hotel gekommen sind. Ich weiß, dass wir ins Hotel zurückgekommen sind. Ich habe das erste Mal gekotzt in Korea. Ach, nach Alkohol. Das sind ja Berichte, die hier abliefert, ey. Also ich würde ja eher, jetzt muss ich mal das auf eine andere Ebene heben hier. Ich habe ein paar Kollegen, die auch aus Südkorea kommen und so, die bei uns arbeiten. Und was ich da immer so faszinierend finde, ist, dass die wirklich so überhaupt keine Berührungsängste haben vor neuen Technologien und sowas. Also ja. Da ist wirklich, und da wird auch nicht wie, ist ja halt so typisch deutsch, so, oh, jetzt gibt's was Neues, oh scheiße, jetzt müssen wir erstmal gucken hier mit Datenschutz und erstmal Angst haben und erstmal nicht haben wollen und bloß nicht Early Adopter sein, erstmal die anderen und so. Die, keine Ahnung, da kommt was Neues, zack. Der hat irgendwie ja, die neueste, was weiß ich, DJI Mavic Drohne, fliegt er da rum und sonst was alles. Die sind halt so völlig locker drauf mit der Technologie und man sieht es ja auch, man hat es ja bei den, was war das, Olympische Spiele hier mit 5G und so weiter einfach mal und ach, das ist Wahnsinn, das finde ich so faszinierend. Ich würde da gerne auch mal hin, irgendwann. Ich kann es dir nur empfehlen, ja, ja. Die haben flächendeckendes, gratis WLAN in allen U-Bahnen. Siehste, das haben wir. So, und in Deutschland hier Störerhaftung. Die schaffen und, das nicht. Das ist so. Und ja. Das Essen, also sorry, aber das koreanische Essen. Du kannst hier in Deutschland in einen Koreaner, also in einen Laden gehen, koreanisch essen gehen, schmeckt sehr gut. Aber wirklich mit den einheimischen Gewürzen, dort frisch gemacht, Tischgrill, ist einfach... Das haben die auch in dem Film, Tischgrill. Und dann macht der eine, dann wissen sie nämlich nicht, wie sie die eine Soße machen sollen. Und er sagt so, ja, in seiner Familie gibt es ein Geheimrezept für Rippchen. Und die legen sie so speziell ein. Oh, wo der die Soße zeigt, wo die das dann einlegen, die sieht so lecker aus, ey. Ja, die haben auch an jeder Straßenecke steht irgendein Foodtruck, beziehungsweise, das kann ich mal als Truck bezeichnen, das würde auf unserer Hygienevorschriftsgedöns, das dürfte gar nicht auf die Straße, wo die dann frisch irgendwie Zeug frittieren. Und das ist so lecker. Du kannst in jeder Straßenecke irgendwas Geiles zu essen kaufen. So gut. Also ab nach Korea. Ja. Also ich kann es nur empfehlen. Oder ja, wir können es gleich beide empfehlen. Und ich möchte da auch noch sagen, bevor Kates erste Mal nach Korea gegangen ist, war eben auch dieses, oh, ich weiß nicht, kann ich da wirklich was essen? Finde ich da was zu essen? Und ich so, ja, bleib weil mal weil die halt auch sehr scharf kochen. Und ich bin ja nicht so die unter Umständen, ja, aber ist auch kein Muss. Und weißt du, und hör, wie sie jetzt drüber spricht. Ich glaube, das sagt alles. Also man kann sich da super ernähren. Es ist teilweise sehr amerikanisiert. Die Bezahlung mit den mit Kreditkarte und so ist auch mega einfach. Also einfach gut. Es macht einfach Spaß dort. Ich mag das sehr. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und was wir uns auf jeden Fall von Korea abschauen können, ist in der U-Bahn, sobald eine ältere Person kommt, spritzen alle auf und bieten ihr den Platz an. Also selbst die, wo nur 10 Jahre jünger sind, so sichtbar, die stehen auf und machen Platz. Und das ist eine Höflichkeitsform. Und ich finde das einfach großartig. Das könnten man bei uns sich sehr viele noch abgucken. Du, ich fahre ja jeden früh Bahn. Und jetzt mittlerweile ist es ja nicht mehr so voll wegen Corona und so. Aber das war hier auch so. Allerdings habe ich da festgestellt, dass häufig die Kinder, sag ich mal so, wo die Eltern vielleicht türkischer Herkunft sind oder so, die haben das gemacht,
während irgendwelche deutschen Checker-Kids da einfach rumgelümmelt sind. Ne? Also die haben da kein... Also da ist auch noch Nachholbedarf, aber das ist wieder ein anderes Thema. Lass uns mal weitermachen, sonst verlieren wir uns zu viel in den Einzelheiten hier. Die Kate hat nämlich noch einen Film geguckt, den haben wir ja schon besprochen. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie drüber sagt. Ich habe... Ding Dong! Ja, ich habe Eurovision Song Contest, wie ist der Untertitel? Die Story von Fire Saga? Story, oder genau, so? Genau. Also, ich möchte erwähnen, dass ich noch nie so einen abstrus guten Film gesehen habe. Also, mir war er ein Tick zu lang, muss ich sagen. Also, was? Ich finde, der hätte in der Mitte ruhig ein bisschen kürzer sein können. Aber grundsätzlich, also mal abgesehen davon, unter welchen Bedingungen die das überhaupt schaffen, dorthin zu kommen, ist halt schon mal unfassbar abstrus. Die absolute Weite. Und auch diese Leidenschaft zwischen diesen beiden, die da unbedingt mal zum Eurovision Song Contest gehen wollen und diese Vorurteile, die da aus der Schublade gezogen werden. Wenn es heißt, sie kommen aus Island. Ach, ihr seid Geschwister. Nein. nicht. Was sagt er immer? Ich glaube nicht. Das fand ich auch mal sehr gut. Oder nicht, dass ich wüsste. Also unfassbar abstrus. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Song ganz, ganz furchtbar fand. Allerdings den letzten Song, den sie singt, der war toll. Also den fand ich richtig, richtig schön. Ja. Ich bin nochmal Ja-Ja Ding Dong. Ja-Ja Ding Dong. Ding Dong. Ja, also ich muss sagen, der war schon sehr, sehr amüsant. Hat Spaß gemacht anzugucken. Sollte mal jeder reingucken. Gibt's ja kostenlos quasi bei Netflix. Ja. Ich habe, weil du gerade sagtest, dass es etwas zu lang ist, ich habe da jetzt einen sehr interessanten Kommentar gelesen bei Filmstarts. Ich kann es ja mal mit verlinken dann in dem Beitrag. Und zwar ging es darum, dass dem Autor des Beitrags kam das so vor, als wären die Netflix-Filme oder die überhaupt diese für das Streaming produzierten Filme, als wären die alle irgendwie gefühlt ein bisschen zu lang. Ja? Und er hat das mal ein bisschen tiefer analysiert und hat dann festgestellt, dass tatsächlich irgendwie gefühlt so ist, dass die einfach zu lang sind. Und er nimmt das oder er führt das darauf zurück, dass eben teilweise so dieser First Cut von dem Regisseur einfach da genommen wird gleich, weil ja die Regisseure mehr oder weniger freie Hand haben, weil bei Netflix gibt es ja nicht so viele Einschränkungen wie nach dem Motto, wenn du ins Kino willst, dann solltest du so 90 Minuten plus irgendwas haben. Und hier können sie einfach produzieren und da fehlt halt dieser zusätzliche Iterationsschritt, wo man sagt, okay, man guckt sich das nochmal an und sagt, okay, komm, kill your darlings. Ne? Also die Szene kann raus und dann wird der Film auch ein bisschen knackiger und kürzer und vielleicht auch mit Testpublikum. Das hatten wir letztens ja schon mal als Thema. Ne? Fand ich sehr gut rausgearbeitet. Da war nämlich Song of Ice und The Story of Fire Saga, Tyler Rake Extraction und auch The Old Guard, wo er gesagt hat, okay, die haben alle 20 bis 30 Minuten Filmmaterial, was locker raus könnte. Ich habe auch noch einen Film geguckt, apropos Filmmaterial. Angel Has Fallen läuft gerade auf Sky immer. Und da habe ich mir gedacht, oh, den guckst du mal. Weil Olympus Has Fallen und dieser andere hier, was war da noch gefallen? Weiß gar nicht mehr. London? Ja, London Has Fallen. London. Hab ich schon vergessen. Gerard Butler wieder mal. Und Gerard Butler. Monsieur Butler. Genau. Butler. Ist jetzt mittlerweile der dritte Film dieser Reihe, wo er den Mike Banning spielt, den Secret Service Agenten. Und man sieht am Anfang so eine Szene, wie er da so bei so einem Testgelände ist von so einer privaten Sicherheitseinheit. Und dann sieht man, oh, da kann es noch. Und ja, der Präsident der Vereinigten Staaten, der Mr. Trumbull, gespielt von Morgan Freeman, ja, der, also der arbeitet ja beim Secret Service und er beschützt ihn und er soll wohl der Nachfolger werden beim Secret Service von dem jetzigen und ja, und dann passiert es natürlich, dann wird er selbst ist ja der Schutzengel des Präsidenten, er hat ihn ja schon mehrfach irgendwie gerettet und dann gerät er aber selbst ins Visier, weil, ja, und dann ist Angel halt fallen, also er ist dann der gefallene Engel.
sozusagen, weil sie hinter ihm ermitteln und es passieren da halt einige Dinge, Anschläge auf den Präsidenten und so weiter, wo man denkt, oh, das kann nur ein Insider, und dann sind halt gezielte Fährten gelegt, die zu Gerard Butler führen, und und der Film geht auch mal locker irgendwie 2, noch was irgendwie Stunden, keine Ahnung, also das war einfach viel zu lang. Da war sehr viel Budenzauber drin, und was mich aber am meisten gestört hat, dass ich ganz am Anfang gibt es eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, der ist doch bestimmt der Böse. Und da war es dann noch. Also, und das ist wirklich dann so diese riesen Überraschung, die dann so aufgebaut wurde über diese ganze Zeit, wie der Film läuft, wo man einfach total ermüdet von diesen immer gleichen Actionsequenzen. Da war ein, was war cool, da gab es so einen Angriff mit vielen, vielen kleinen Drohnen. Das hat mich ja fast ein bisschen erinnert an Korea damals, wo die mit den Drohnen da ins Licht, in den Nachthimmel mit Licht was gezaubert haben. Und hier gibt es da einen Anschlag damit, mit diesen Drohnen. Das sah ganz cool aus. Das war so das Gefühl, das einzig Innovative in dem Film. Und der Rest war alles, ein ziemlicher Actionbrei von irgendwie, der früher irgendwie direkt ins Heimkino gekommen wäre. Actionbrei? Naja, da waren halt tausende von Action-Szenen drin, die teilweise völlig sinnlos waren, die es nicht gebraucht hätte, und die Story waberte da so vor sich hin. Und wie gesagt, dadurch, dass ich am Anfang gleich dachte, okay, der ist das ist doch der Böse hier. Und zack, zack, zack. Und ja, ups, Überraschung, der war es am Ende. Und das war auch noch nicht mal irgendwie subtil oder sowas. Also wer das nicht durchschaut, der hat noch nie einen Film geguckt. Also der, deswegen, also bei mir, ich glaube, ich muss den nochmal ein bisschen abwerten, weil wir hatten Wege des Lebens. Ich gebe mal 3,5. Angel Has Fallen. Wer eine gucken will, 2 Stunden Action und dümmliche Dialoge, habe ich ganz vergessen. Das ist ja wirklich, also, sowas. Ey, das hast du noch nicht gehört, ey. Ein paar Dialoge, vor allem wenn er da mit seiner Frau redet. Oh, ganz schlimm. Dann schnell Haken dran machen hier und weiter in die Kinostarts. Mal gucken, vielleicht läuft was besser. Wir sollten, Erik, ja, übrigens eine neue Rubrik, glaube ich, einführen. Dialoge aus der Hölle. Ja, ich habe es mittlerweile. Irgendwie bin ich so trainiert, dass ich mir den Scheiß schon gar nicht mehr merke, damit ich wieder Platz für Neues habe. Okay. Kinocharts und Neustarts. Oh, diese Woche startet Inception. Cooler Film. Kann man, glaube ich, mal gucken. Soll gut sein. Habe ich den gestern geguckt. Hier in 4K. Im Kino? Du bist ja der Hammer. Nee, in 4K. Moment, der kommt jetzt erst ins Kino. Erik. Ich mag den Film sehr. Ich finde den immer noch Inception toll. Inception ist cool. Ich finde den immer noch toll. Und 4K sieht er so geil aus, ey. Oh, habe ich nur mal, dachte ich, ich guck mal kurz rein. Und dann kamen am Anfang die Szenen, wo er den Ken Watanabe ist, glaube ich, der Schauspieler, wo er den da besucht in diesem japanisch angehauchten Innenraum da. Und oh, das sah so gut aus und so ausgeleuchtet in HDR. Boah, Wahnsinn. Okay, also kann man noch mal gucken. Ich glaube, wenn der im Kino irgendwie noch mal irgendwo richtig geil, weiß nicht, im Atmos, ich glaube, ich würde sogar noch mal reingehen. Ich mag den sehr, den Film. Ha. Mal gucken, vielleicht läuft der im Innenstadtkino. Ja, vielleicht. Was läuft noch an, Chris? Was noch anläuft, abgesehen von Inception, ist Auf der Couch in Tunis. Eine Komödie um eine Psychologin, die in ihrer tunesischen Heimat eine Praxis eröffnen möchte. Mhm. Vielleicht ist sie auch on duty. Vielleicht im Dienst. Ja. Steht da noch irgendwie ein bisschen mehr? Ist doch bestimmt irgendwie französischer Film oder so. Ha? Ah ja, genau, französischer Film. Oh, okay. Ja, ich lese jetzt nicht die ganze Beschreibung hier. Was haben wir noch? Master Cheng in Pohjanjoki. Ein Feel-Good-Movie über einen chinesischen Koch, der in der finnischen Provinz ein neues Zuhause und die Liebe findet. Ah. Oh. Ist auch so ein Filmfestival-Dings, ne? Dann kommt The King of Staten Island. Tragikkomödie um einen liebenswerten Loser, der mit Mitte 20 beginnt, sein Leben neu zu ordnen. Ah, das ist der neue Judd Apatow-Film, ne? Ja. Genau. Da habe ich den Trailer mal gesehen, den fand ich eigentlich sehr gut. Also der Trailer hat mir gut gefallen. Oh, geht 2 Stunden 17 hier. Marisa Tomei und dem Comedian Bill Burr, den man auch sehr empfehlen kann. Der hat echt Marisa Tomei. Hier, Bill Burr hat echt gute Stand-Up-Bits. Die kann man mal gucken. Gibt's, glaube ich, auf Netflix. Okay, Doku. Otto, der Film läuft an. Soll auch gut sein, habe ich gehört. Ja, Otto, der Film. Großartig.
Großartig. Mit Otto Walkes, Sky Dumont, Johannes Heesters und weiter. Alter, ey. Übrigens, die eine Doku haben wir jetzt ausgelassen, aber die heißt Cody, wie ein Hund die Welt verändert. Oh. Dokumentation über den Hund Cody, der eine angespannte Vergangenheit in Rumänien führte. Und ich glaube, das ist so ein Film, wenn man selber, wie wir, einen Straßenhund aufgenommen haben oder einen ehemaligen Straßenhund, ist das, glaube ich, was man mal anschauen kann. Der Streuner Cody wird von einer Schweizer Familie adoptiert, verbringt nun sein Leben in der Geborgenheit einer fürsorglichen Umgebung. Kann man vielleicht auch zu Hause angucken, mal als Doku, ja. Oder? Otto, und der Film habe ich damals im Kino gesehen. Welche Rechte geben wir unseren Haustieren? Der lief in der DDR sogar im Kino. Haben sie bestimmt irgendwie mal gegen irgendwie Gefangenenaustausch, haben sie da die Rechte bekommen, den zu zeigen oder so. Der lief auch sehr lange. Otto, der Film. Oder welcher? Ach, Otto, der Film. Ja. Wobei der mittlerweile steht ja wohl in der Diskussion, weil da einige grenzwertige Witze drin sind. Habe ich jetzt letztens erst einen Artikel gelesen, irgendwie mit, ja, mal sehen, das wundert mich. Ich habe da direkt eine Szene im Kopf. Schwarze Füße, schwarze Kopf, schwarze Bauch, schwarze Füße, ja. Das war's, glaube ich, schon, oder? Der verlorene Prinz das Reich der Träume noch, vielleicht. Aber da steht nichts weiter da. Jo. Also läuft nicht so viel, da muss man nochmal Inception gucken, das hilft ja nichts. Du warst aber auch. Die Top 5 in Stuttgart, ich hoffe mal, sind wir bei Top 5, ja. Platz 5. Unhinged, außer Kontrolle. Mit Russell Crowe. Also der interessiert mich ja total, ehrlich gesagt. Boah. Okay. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Den Trailer so geil. Okay. Wer dich auf jeden Fall interessieren sollte, ist Edison, ein Leben voller Licht, weil der war sehr cool. Das stimmt. Nee. Benedict Cumberbatch, ey, Hammer. Und hier der andere, Michael Shannon, ne? Und hier der andere, und, ja. Und der Dings Tom hier, Holland. Und der von Warm Bodies hier, Tom Holland? Und Tom Holland auch noch. Ja, Tom Holland und der von Warm Bodies, wo ich immer den Namen vergesse, der war auch dabei, der hat ja den Tesla. Beast. Beast. Ja, Berlin-Alexanderplatz, der hat ja sehr, sehr gute Kritiken bekommen, habe ich gesehen, der Film. Aber geht 183 Minuten. Gut, dass wir den nicht in der Sneak hatten. Hat man den Trailer ja gehabt. Ja, und dann natürlich auf Platz 2 Marie Curie, Elemente des Lebens. Und Platz 1. Mit Rosamund Pike und Sam Riley. Ja. Und Platz 1? Platz 1. Scooby immer noch. Yay. Animierte Scooby-Doo-Abenteuer. Ja. Dann sind wir durch mit den Kinocharts und Neustarts. Mal gucken, was im Heimkino da irgendwas ins Auge sticht jetzt mittlerweile. Weil wenn jetzt im Kino nichts anläuft, kann ja dann auch im Heimkino nicht so wahnsinnig viel kommen. Ja. Und eigentlich gar nichts. 27. Juli kommt gar nichts. Ja. Ja. 3. August dann erst wieder kommt Trolls. Bisschen frustrierend. Ja. Naja. Dann kann man nochmal Inception in 4K gucken zu Hause. Oder Eurovision. Vision. Oder das, ja. Ja, Serien sehe ich hier, haben wir wieder mal als Thema. Serien. Fängt mal die Kate an hier. Die hat ja, also ich verbringe ja gerade sehr viel Zeit im Bett, weil ich nicht so viel sitzen und stehen kann. Und dementsprechend gucke ich ganz viel Fernsehen bzw. Serien. Unter anderem habe ich, da werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen, habe ich eine Dokumentation über die Formel 1 geguckt. Die kann ich jedem ans Herz legen. Die läuft auf Netflix. Beschäftigt sich mit den Saisons 2018 und 2019 in zwei Staffeln. Sehr, sehr interessant. Gibt es da einen Namen dazu? Formula One. Ach so, okay. Das ist ja naheliegend. Ja, die heißt halt so. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr interessante Serie. Worauf ich ein bisschen näher eingehen möchte, ist auf die 3. Staffel der wahrscheinlich besten deutschen Netflix-Serie. Nee, nicht näher eingehen. Ja, nein, nicht zu viel, keine Sorge. Und zwar spreche ich von Dark. Ich habe die 3. Staffel durchgebinged in einem Tag, weil sie war wieder unfassbar gut. Es läuft alles auf das große Ziel hinaus, rauszufinden, was und wieso passiert das alles. Wir sehen wieder verschiedene Zeiten, verschiedene Darsteller in ihren Rollen. Und ich muss erneut sagen, das ist unfassbar gut gecastet. Die verschiedenen Altersstufen der Charaktere,
du erkennst sofort, wen wer spielt. Das ist so super gut gemacht. Alles ergibt am Ende Sinn und das ist das Tolle. Und auch wenn, das ist eine Serie, die ist wirklich sehr, sehr verwirrend, weil sie eben mehrere Zeitlinien hat. Also man muss da wirklich dabei bleiben. Der Vorteil an der dritten Staffel ist, sie nimmt teilweise wieder Szenen aus den ersten beiden Staffeln auf und fügt sie quasi zusammen zu einem Gesamtbild. Das heißt, du hast eine Szene und denkst, ach, wie war denn das? Und dann sagt dir die Szene, wie das war und denkst so, ah ja, genau, ach, so hängt das alles zusammen. So, es wird, der Knoten wird entwirrt und es wird, ich war restlos begeistert, ich bin es immer noch. Also, wer Dark noch nicht gesehen hat, hat einen Fehler gemacht. Also, das ist eine unfassbar gute Serie. Erik, du musst sie angucken. Du musst die dritte Staffel gucken. Die ist der absolute Wahnsinn. Ich will die halt auch in einem Rutsch gucken, weil ich habe auch bei den vorhergehenden Staffeln gemerkt, dass es schwierig ist, wenn man an irgendeiner Stelle aufhört und dann irgendwie am nächsten Tag weitermacht. Dann da ist schon wieder zu viel weg von dem, was man irgendwie sich hätte merken sollen. Deswegen wollte ich mir mal irgendwie Zeit nehmen, wenn ich mal, weiß nicht, mal irgendwie einen halben Tag habe, wo ich sage, okay, jetzt kann ich das mal durchgucken. Aber hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben. Ja, also wirklich. Wir hatten ja in den ersten beiden Staffeln immer wieder diesen Was-Effekt. Und den haben wir in der dritten Staffel genauso. Nur wird halt einfach alles nochmal entzerrt. Es wird halt alles erklärt. Und das ist das Tolle daran, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du über The Cursed sagst. Ja. Da habe ich so meine eigene Meinung dazu. Wieso? Naja, erzähl mal. Ist das nicht, findest du die Serie nicht gut? Erzähl mal. Doch. Fang mal an. Was? Cursed, ach so, Cursed meinst du? Ah, ich dachte gerade schon, du redest noch von Dings, von Dark. Cursed. Also ich habe die auch durchgebinged, muss ich sagen. Was? Aber, jetzt kommt das große Aber. Weil ich einfach wissen wollte, worauf das Ganze hinausläuft. Weil ich fand die ersten zwei Folgen so ein bisschen, nicht so geil. Also der Trailer hat viel, viel mehr versprochen gehabt. Ist ja noch untertrieben, nicht so geil. Psst, jetzt lass mich doch erzählen. So. Und die dann gehen eine Stunde jeweils. Eine Stunde. Und du sagst, oh, nicht so geil, oh, ich guck mal noch die restlichen 20 Folgen an. Ja, ich muss doch, ich mach doch sonst nichts den ganzen Tag, mein Großer. Was soll ich denn machen? Dann guck ich mir das halt an besseren Stoff. Ja, aber ich musste, jetzt hatte ich angefangen, jetzt wollte ich auch wissen, wie es zu Ende geht. Und das, also ich bin ganz froh, dass ich es bis zum Ende geguckt habe. Allerdings muss ich grundsätzlich sagen, dass mir die Entwicklung der Hauptfigur, der Nimue, überhaupt nicht gefällt, weil sie ist am Anfang dieses schüchterne Mädchen und zum Schluss wird sie voll zur Kämpferin und schon fast zu einer Königin. Ja, also die wird auch, das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones auch erinnert, mit Daenerys, die da von so einem schüchternen Ding aufsteigt zu voll der Märtyrerin. Dann hat mich das Oha, mit dem Schwert Spoiler. Total irritiert. Ha? Was? Voll der Spoiler mit Game of Thrones. Ja, genau. Und dann hat mich das mit dem Schwert total irritiert. Das hat mich total an Herr der Ringe erinnert. Weil das Schwert ja so eine Art Macht übernimmt, auch über den Körper, also über die Person, die es führt, aber auch nicht über jeden. Also war irgendwie alles ein bisschen verwirrend. Die Story ist Banane. Das Schwert Banane. Soll übrigens Excalibur sein, ja. Ja, ich weiß, das ist das Nächste, was mich stört, ja. Dann hat man plötzlich den Arthur, also den Arthur, den sie trifft. Das war, weißt du, wie sich das angefühlt hat? Das ist alles ein bisschen seltsam. Das hat sich angefühlt wie Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Da wurde so, was da wohl lustig war, also hier, wir Amis, wir haben überhaupt keinen Respekt vor irgendwie europäischen Legenden und sowas. Wir mixen einfach alles zusammen, so hier mal was, da mal was, dort mal was. Mischen das mit absoluten Bullshit-Dialogen und dann rauskommt so eine Fantasy-Serie. Oh Gott, war das furchtbar. Die erste also, Folge. Aber was ich sagen muss, was mir ganz gut gefallen hat, war die Welt an sich. Also sie war relativ durchdacht.
Ja, also man hat wirklich gemerkt, man ist jetzt wirklich in so eine Fantasy-Welt. Das hat jetzt nicht mehr an Mittelalter oder so erinnert, wo es ja quasi spielt, weil es ist ja König Arthur-Geschichte und so. Aber es war halt diese Feenwelt. Was mir allerdings mehrfach aufgefallen ist, da gibt es so Figuren, die haben so Hörner. Ja, also die haben so Hörner auf der Stirn. Und je nachdem, wie die sich bewegt haben, haben die halt gewippt, die Hörner. Wo man dann halt klar gesehen hat, dass die aus Gummi sind. Ja, und nicht wie richtige Hörner Stimmt, eigentlich Entschuldigung. festes Material sein müssten. Und das fand ich, also wie gesagt, ich fand grundsätzlich die Welt ganz cool, aber ich finde, man hätte viel, 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 viel mehr draus machen können. Die Entwicklung der Hauptcharakterin hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich mag die Schauspielerin, ich finde, sie hat es gut gespielt, einigermaßen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, ich brauche unbedingt eine zweite Staffel. Ja, also da gibt es andere Serien, die ich jetzt angeguckt habe, wo ich gedacht habe, oh geil, vielleicht kommt noch eine zweite Staffel und dann sehe ich, abgesetzt. Ja, erste Staffel geguckt, Ende Gelände. Und von Cursed wird es ziemlich sicher eine zweite Staffel geben. Dafür haben Also, es zu viele Leute geguckt. wir besprechen das erst nächste Woche bei Fortsetzung folgt. Ich lese mal nur ganz kurz vor, was ich in unser Dokument reingeschrieben habe. Da schreibt jeder so ganz kurz rein, wie er irgendwas fand, damit der Daniel ein bisschen weiß, wie wir es so fanden, je nachdem, wie er die Leute dann aufruft, ne? Ich habe geschrieben, fett produzierter, aber extrem flacher und dämlicher Fantasy-Käse. Ja, das trifft's. Also, Das trifft's und vor leider. allem, wir kommen ja noch zu einer anderen Serie, wo man halt wirklich so ein Dorf aus der damaligen Zeit komplett gebaut hat, ja. Wo nicht irgendwelcher Greenscreen, wo du merkst, ah, okay, jetzt stehen sie vorm Greenscreen im Hintergrund, haben sie irgendwie was gebastelt. Was hier bei Cursed ja sehr häufig so war, ne? Also das war ja alles nur Fantasy-Käse da. Das kam ja alles aus dem Computer. Oh, nee. Nix für mich. Nix für mich. Ja, ich fand es Also, auch nicht so ich fand mitreißend. vor allem, ey, die ersten Folgen, der geht doch jede Folge eine Stunde. Also da muss man doch mal irgendwo einen Catch schaffen für den Zuschauer, der dann sagt, okay, es gibt so viel Material überall zum Gucken. Hier ist jetzt was drin, was mich interessiert. Aber da war ja noch nicht mal der Cliffhanger am Ende so, dass man sagt, oh, das ist aber jetzt interessant. Sondern es war einfach nur so, oh, Gott sei Dank ist der Scheiß vorbei, ey. Also die erste Ja, Folge. das wurde auch voll viel nicht erklärt. Ich meine, es gibt ja den Merlin, der da auch mitmacht. Und da gibt es eine Szene, wo dann erklärt wird, wo das Schwert herkommt. Ich weiß nicht, ob du da schon warst. Ich glaube nicht, und wenn, habe ich es vergessen. Das ist eigentlich eine richtig krasse Szene, wo du denkst, fuck, was ist denn mit Merlin und diesem Schwert passiert? Ja, aber das wird dann einfach so gelassen. Da wird dann auch nicht erklärt, wie es dazu kam, dass Merlin und das Schwert diese quasi Symbiose eingegangen sind. Und das wird einfach Entschuldigung, nicht wenn ich erklärt. gerade rein, mal kurz reingrätsche. Ich bin gerade wieder aufgewacht, weil es so langweilig wird. Entschuldigung. Also du kannst Cursed empfehlen, ich kann es nicht empfehlen, nur Ich kann es so auch nicht als empfehlen, Konsens. Ach so. aber ich. Der Erik hat auch nicht zugehört. Also sorry, wenn man nichts Besseres zu tun hat, so wie ich, dann kann man sich das schon angucken. Aber ansonsten gibt es definitiv Besseres zu Könnte man gucken, auch wie zum Inception Beispiel gucken. Formula One Oder oder Inception. Dark. Na gut, dann lass uns mal über was reden, was man wirklich mal gucken sollte. Nachdem ich ja beim letzten Mal das eher mal so kurz angerissen habe, weil ich, ja, weiß nicht warum. Ich wollte sie nicht, glaube ich, so im Detail vorstellen. Die Serie Norseman. Chris hat nämlich jetzt irgendwie da mal reingeguckt. Vielleicht auch, weil ein Hörer im Kommentar geschrieben hatte. So nach dem Motto: Ja, Erik, seine Serienempfehlung ist echt gut. Chris, guck da mal rein oder so ähnlich. Warte mal, ich lese mal im Wortlaut Ja, vor. irgendwie. Ich glaube, das hat ihm dann den entscheidenden Kick gegeben, da doch mal reinzugucken, weil vorher dachte, ach der Aber Erik, hallo, hey. was der wieder erzählt hier. Der Nikolas war es, ja. Ich kann mich Eriks Meinung nur anschließen. Großartige Serie mit einem tollen Humor. Erinnert in weiten Teilen an Monty Python. So. Und der Chris hat jetzt auch gleich mal irgendwie das alles weggeatmet. Wie weit bist du denn? Ja. Ich bin tatsächlich jetzt in den ersten Folgen von Staffel 3, die ja seit Mittwoch draußen ist, die dritte Staffel. Und Da bin ich noch nicht, da bist du mir voraus. ja, siehst du mal, so schnell bin ich hier nämlich. Die zweite Staffel hat dann nur 6 Folgen. Und worum geht's in Norseman? Haben wir das schon mal erzählt? Ich glaube, ich hatte es kurz angerissen, ne? So Wikinger, aber die reden wie bei Stromberg. Ein bisschen, ja.
Ja, warst du schon bei der Stelle, wo, da gibt es ja diesen absoluten Bösewicht, den ihre Nemesis von diesem Dorf und dem seine Leute, seine Söldner, kommen dann auf die, ey, wir müssen hier mal drüber reden, das geht jetzt nicht so, dass wir einfach immer in die anderen Dörfer reingehen und hier alles rapen. Du hast schon mitgekriegt, dass ich Staffel 2 ja, durch habe? Ich weiß nicht, okay, kannst du dich noch an die Szene erinnern, meinte ich eher. Ja. Oder dieser Typ mit dem komischen Auge da, weißt du, und dann machen die da so eine Sitzung. Mit Jarlbarg. Wo alles ausdiskutiert werden soll. So, ey, das geht nicht, dass wir hier einfach immer die anderen Dörfer und das und diese ganzen Vergewaltigungen und sowas. Und wir möchten und ich spreche hier jetzt mal für die Jungen. Ja, genau. wobei das einfach auch so völlig abgefahren ist. Also vielleicht können wir es ganz kurz erklären, worum es in Norseman geht. Es geht um einen Wikingerstamm aus in Norwegen im Jahre 790. Genau. Kommt das hin? Und halt das Leben dort. Und hey, wir haben das Jahr 793, die Schmieden sind noch nicht so weit. Ja. Und die unterhalten sich halt wirklich über ganz arg moderne Themen wie sexuelle Belästigung, wie eben solche Sachen. Und auch so Motivationssachen, Motivationsgeschwurbel. Ja, haben da auch solche Meetings. Also so ein bisschen das, was heutzutage stattfindet, einfach in diese Wikingerzeit transportiert. Oder halt dann, man kommt halt dann auch von einer Plünderung zurück. Schändung und Plünderung gehört ja alles zusammen. Und dann so, ja, wenn die Götter das nicht wollten, dass wir es machen, warum geben sie uns da so viele Sachen mit? Genau. Also, und lauter so Dinger. Und immer betrachten das ja als ihren Geschäftszweig. Das ist halt unser. Ja, ja, genau. Und das ist halt dann auch immer mit ihren, einfach mit ihren Traditionen, dieses traditionelle, von damals quasi von der Wikingerzeit in die Moderne reintransportiert. Und das ist streckenweise wirklich so abgefahren. Es ist so brutal teilweise, aber dann auch wieder so abgefahren, witzig und kaputt einfach. Also das ist wirklich, wirklich unfassbar. Nur, was mir aufgefallen ist beim Schauen, also die erste Staffel ist wirklich, es ist erfrischend, was Neues, was anderes. Wenn man dann auch diese Charaktere sieht, wie die da rumlaufen, so ha, 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 und du denkst dir halt so, ja, alles hier gestandene Mannsbilder, und dann sagt der eine, ja, ich bin ja jetzt 18. Und du denkst dir nur so, was? Und also völlig abgefahren, absolut viel brutale Gewalt, völlig abgefahren. Und die zweite Staffel baut allerdings etwas ab, fand ich. Die versucht ein bisschen zu viel Story reinzubringen und verhaspelt sich da dann auch ein bisschen. Da fehlt mir so der Charme der ersten Staffel und ich bin mit dem Ende der zweiten Staffel aufs Äußerste überhaupt nicht einverstanden. Und der Beginn der dritten Staffel, die dritte Staffel ist, also die ersten zwei Staffeln, die bauen quasi aufeinander auf, wird die Geschichte erzählt. In der dritten Staffel erzählt die Geschichte vor der ersten Staffel. Ah, okay. Das klingt ja interessant. Aber das klingt so ein bisschen nach Jump the Shark dann. Also irgendwie, uns ist jetzt nichts mehr eingefallen, wir müssen jetzt mal wieder hier irgendwie was ganz anderes machen. Ja. Naja, ich meine, es nichts eingefallen, das wäre halt wiederum ein bisschen, glaube ich, gemein, weil das bietet sehr, sehr, sehr viel Potenzial einfach alles, dass es da irgendwie noch weitergeht und dass es nochmal anders läuft und so. Aber ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Stück weit verschenkt, aber zweite Staffel, wie gesagt, verschenkt schon ein bisschen und die dritte kann man so machen, aber muss dann nicht unbedingt richtig geil sein. Also es ist immer noch witzig, es ist immer noch völlig abgedreht, auch die Ideen, wo einfach dahinter stecken, wenn ich da an Rufus of Rome denke, der hochgebildete, pseudo-hochgebildete Sklave aus Rom, der da zusammen mit Orm, dem Sohn vom Häuptling, dem Bruder, nicht dem Sohn, dem Bruder vom Häuptling da gemeinsame Sache macht und einfach auch diese ganzen Sklavendinger so. Der auch mal eine Zeit lang, ich mach das, ich bin schon so lange Schichten hier. Von dem Ort wird, wo die anderen auf einem Raid sind, ne? Und dann gleich mal sein Projekt mit dem Theater anleiert, und was dann auch relativ schnell gebaut wird, das relativ problemlos. Ja, ja. Also sehr, sehr das abgefahren, das alles. Ja, also sollte sehr, man reingucken. Gibt's auf Netflix. Auf jeden Fall. Mit dabei. Auf jeden Fall reinschauen. Auf Englisch mit deutschen Untertiteln.
Und ich glaube, Synchronisation macht wenig Sinn auch, weil es auch einfach so lustig, wenn die da... Ja, es ist einfach auch dieses, ist jemand, der Englisch spricht, der diesen Dialekt spricht, und die sprechen halt alle die gleiche Sprache. Das ist auch so völlig bescheuert teilweise. Genau, wir haben einen Sklaven, der das auch spricht. Und ja, also es macht sehr, sehr viel Spaß. Es fängt sehr stark an, lässt dann allerdings nach... Wie gesagt, das Ende, du wirst zum Ende der zweiten Staffel kommen. Mein Chef hat es auch angeschaut inzwischen und hat mir gestern geschrieben, ey, das Ende von der Staffel geht gar nicht. Oh, das klingt ja nicht gut. Ja, und selbst da, und wir feiern das halt auch total. Das ist sowas, was den Alltag auf jeden Fall aufheitert und einem auch ein bisschen Spaß nochmal bringt und auch zeigt, okay, die Norweger können verdammt coole Serien auch machen. Also wir wissen ja, und ich mag ja diesen nordischen Humor. Wir haben ja schon so viele Filme auch in der Sneak gehabt. Deswegen ist einfach großartig. Und auch das gehört da für mich dazu. Vom Humor her echt super. Geht in die Richtung modernes Monty Python, was mir sehr, sehr gefällt. Und Monty Python ist ja einfach, also das ist ja, das sind Sachen, die kann ich heute noch gucken und lache mich weg darüber. Das stimmt. Deswegen. Jo, dann... Haben wir es nochmal empfohlen? Jetzt müsst ihr es echt mal gucken, liebe Hörer. Und Chris hat hier gerade noch eine Game-Empfehlung reingepackt hier. Ja. Games. Ja, Game-Empfehlung habe ich noch reingepackt, weil das mache ich jetzt seit gestern. Das heißt Escape from Tarkov. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Erik. Ist noch in der Beta-Phase das Spiel. Man kann das jetzt schon kaufen. Die günstigste Version wird angepriesen mit 35 Euro, aber dann kommt noch Mehrwertsteuer und schlag mich tot drauf. Ein bisschen frech fand, dann bist du auch wieder bei 40 Euro. Also du zahlst 40 Euro für ein Spiel, was noch nicht fertig ist. Und es ist so ein bisschen ein Mix aus PUBG, also aus Players Unknown Battleground. wer das kennt, also mit diesem Überlebensteil. Und verdammt, jetzt ist mir entfallen, was es ist. Ah, Diablo haben wir gesagt. So ein bisschen Diablo. Und es geht quasi darum, dass du auf verschiedene Maps gesetzt wirst und du kriegst Exit Points und du musst zu diesen Exit Points hin. Also die Map wird nicht kleiner, es läuft nur eine Uhr ab. Also 30 Minuten, 40 Minuten oder auch nur 20 Minuten, je nachdem, was eingestellt ist. Und du musst dann diesen Exit Point erreichen. Und es sind so 12 bis 15 Spieler auf der Map und dann noch ein paar NPCs sind auch dabei. Und du kannst dich da, je nachdem wie viel Geld du schon gesammelt hast, kannst du dich schwer bewaffnen, nur musst damit rechnen, dass wenn du erschossen wirst, was in diesem Spiel durchaus immer passiert, dass alles weg ist. Also du hast dann eigentlich gar nichts mehr von dem, was du dabei hattest und musst dann mit neuem Equipment rein oder halt du gehst mit relativ wenig Equipment rein und sammelst dir noch was zusammen. Ich bin das erste Mal auf Escape from Tarkov aufmerksam geworden, weil das bei Twitch sehr häufig und sehr gut auch gestreamt wird, da zum Beispiel auch wieder mal vom Neckermann. Grüße an der Stelle. Und man kann das allein spielen oder in einem Squad mit 4, 5 Leuten und dann ist es natürlich nochmal besser, weil man sich gegenseitig decken kann und schützen kann. Ich spiele das jetzt gerade aktuell mit Fabi, dem habe ich das schon vor Monaten gesagt. Ich so, hey, lass uns das mal anschauen, lass uns mal. Jetzt hat noch ein anderer Kumpel ihm das gesagt und der konnte ihn dann überreden und dann konnten wir jetzt nochmal durchstarten. Und es ist schon intensiv. Also du stehst da, landest da in dieser Map oder bist da in dieser Map. Es gibt keinen Sound, es gibt wirklich nur die Geräusche aus der Umgebung. Sei es mal, dass der Wind durch die Bäume huscht oder du hörst wirklich jemanden rennen oder schwer atmen und weißt dann, okay, da ist jemand. Jeder könnte ein potenzieller Feind sein. Und was auch ist, du hast im Spiel keine Map. Also du hast nicht irgendwie, okay, ich muss dahin, sondern es wird nur gesagt, alles klar, da ist dein Exit Point. Finde mal dahin. Klar gibt's im Internet gibt's Karten inzwischen, wo man sich sagen kann, okay, da und da muss ich hin. Aber wie du dann da hinkommst und wo du musst dich erstmal orientieren, wo du ankommst. Spawn dein Squad zusammen? Ja, aber auch ein Stückchen finden? Auseinander. So, also man kann sich auch, man muss sich auch erstmal noch ein bisschen finden. Also es ist schon in der Nähe, aber man muss schon ein paar Schritte gehen, um sich zu finden. Und dann halt die Kommunikation, wo dann auch stattfinden muss, ist natürlich ein Stück weit einfacher, wenn du per Voice verbunden bist, aber wenn nicht, dann kannst du das alles mit Handbewegung machen. Ist eins der wenigen Spiele, wo du deinem Gegenüber den Mittelfinger zeigen kannst, was ich sehr schön finde. Ist alles so
aus First Person gemacht. Du kannst auch nicht umschalten, irgendwie, dass du es von hinten siehst, sondern du hast nur diese eine Ansicht. Du hast auch keine Anzeige, wie deine Munition ist. Du kannst nur in dein Magazin reinschauen, auch über ein bisschen komplizierte Tastenkombination. Also es ist nicht so ein typischer Shooter, wo ich alles angezeigt bekomme und durchrenne und baller, sondern du musst echt ganz arg viel entweder schleichen oder überlegen, wo könnte einer sein, was ist eine gute Position, laufe ich jetzt wirklich da über dieses relativ freie Feld, weil da sieht man mich gleich, weil du musst ja damit rechnen, dass irgendwo ein anderer Spieler hockt, der ganz anderes Equipment dabei hat, zum Beispiel irgendwo ein Scharfschützengewehr dabei hat, und gerade wenn du als Noob da rumrennst, so wie ich das mache, ich habe es gestern noch fertig gebracht, ich habe vergessen, eine Waffe mitzunehmen, da bin ich völlig unbewaffnet in das Gebiet rein, aber auch das kannst du schaffen, du musst einfach dann Wege meiden und die hin und her schleichen. Und da gibt es so viele Maps, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber um die alle in den Kopf reinzukriegen, das ist echt eine Herausforderung. Und ich bin sehr gespannt, wo das Spiel noch hingeht. Also die machen generell gerade so Vibes auch, also wo alles wieder zurückgesetzt wird, nur du von vorne anfangen musst, was ich nicht so schlecht finde, weil klar, du kannst sagen, ja, aber dann ist ja alles, was ich gesammelt habe, weg, aber ist halt immer noch in der Beta-Phase. Und du hast zwei Optionen, in das Spiel reinzugehen. Einmal als Scav, da kannst du dann, musst du dann, bist du quasi auch so wie so ein Computergegner. Option da ist, dass wenn du es rausschaffst, du alles behalten kannst, aber du kriegst keine Erfahrungspunkte dafür. Und dieses Scav hat auch einen Cooldown. Also wenn du jetzt als Scav spielst, kannst du nicht 10, 15 Runden als Scav spielen und dann einfach das Equipment einsammeln und freust dich dann, was dein Hauptcharakter dann hat, sondern der Scav hat einen Cooldown von 20 Minuten ungefähr. Das heißt, du gehst da rein eine Runde und dann, wenn du weitermachen möchtest, musst du mit deinem Hauptcharakter spielen oder du musst eine Pause machen. Echtzeitminuten oder Ingame-Minuten? 20 Minuten. Echtzeitminuten. 20 Echtzeit. Also in der echten Welt, wenn 20 Minuten, kannst du nach 20 Minuten schaltest du wieder ein und kannst weiterspielen. Genau. Also so, nicht, genau so. Der misst jetzt nicht die Ingame-Zeit. Du musst dann noch 20 Minuten Ingame mit einem anderen Charakter spielen, sondern du kannst Nee. 20 echte Minuten. Ja, okay, ne, das geht ja. Ja. Und wenn du mit deinem Hauptcharakter über den Haufen geballert wirst, was passieren kann, sehr häufig, dann ziehst du quasi auch wenn du dann zurück, also du kommst dann auch nicht mehr rein, du hast nur dieses eine Leben und fertig, dann hat er auch noch Verwundungen, hat er dabei, je nachdem, wo es dich erwischt hat. Und die heilen auch, aber auch nur über Zeit. Also du kannst dann auch wieder reingehen, in deinem Lager dich auch nochmal verarzten oder so. Oder du wartest auch wieder Echtzeit, bis das verheilt ist, bis du wieder ganz beisammen bist. Und dann geht's weiter. Und das ist das auch wieder so ein spannendes Element in dem Spiel. Du kannst nämlich sagen, okay, ich spiele quasi so 2-3 Runden und zwar ganz gemütlich, einfach so nebenbei mal. Oder du sagst, okay, ich hocke mich jetzt so 2-3 Stunden mal hin und spiele das intensiv und dann immer auch im abwechselnden Modus, um dann wieder Sachen zu bekommen und was weiß ich was. Und halt auch auf der Map sich besser zurechtzufinden. Und das macht's auch noch aus. Also es ist sehr, sehr viel Taktik. Die Grafik ist sehr cool, sehr schön gemacht. Also es ist wirklich so, du kannst dich in Sträuchern verstecken, aber die machen halt dann auch Geräusche, wenn du durchläufst. Man sieht dich aber halt dann auch schlechter. Es gibt zwei Modi. Der eine ist bei Nacht oder Sonnenuntergang Nacht und der andere ist dann bei Tag oder Sonnenaufgang, was halt auch für die Lichteffekte sehr, sehr viel macht. Also wenn du dich auf der Map gut auskennst, dann kannst du wirklich mal in die Nacht reingehen und dich da entlang hangeln. Oder halt, du spielst es am Tag, siehst mehr, aber wirst dann auch einfacher gesehen. Also es ist super spannend, es ist sehr, sehr cool, macht in der Gruppe Spaß, macht auch alleine durchaus Spaß. Bin gespannt, was da kommt. Eigentlich, ja, ich kann es erstmal jetzt nur empfehlen. Ich habe es jetzt gestern zum ersten Mal noch angezockt und du siehst, ich bin relativ begeistert, also auch von dem, was ich schon gesehen habe bei Twitch drüben. Auf jeden Fall ein Blick wert. Klar, es ist ein bisschen teuer, aber da kommt ja dann auch die Vollversion und dann kann man dann richtig loslegen. Cool. Habe ich dir da jetzt Lust drauf gemacht? So definitiv, ein bisschen. Ja. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe auch bei Twitch da schon ein paar Mal irgendwas gesehen, habe aber noch nicht mich in der Tiefe damit beschäftigt. Aber wenn man sich so die Bilder anschaut, das sieht schon sehr schön aus, die Stadt und so weiter. Ich mag ja so, wenn so verfallen und leer ist, wie es damals bei Fallout 76 war, bevor jetzt die NPCs gekommen sind, so wirkt das für mich auch, ja, wenn man dann so einfach durchlaufen kann, stehen irgendwelche verrosteten Kinderwagen im Flur rum und sowas. Das sieht schon cool aus. Ja, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ich sag ja, und es ist halt auch nicht so überladen mit Loot. Das ist ja das Nächste. Also du kannst ja nicht hingehen und sagen, haha, jetzt habe ich hier, kriege ich da bestimmt tausende von Waffen und was weiß ich was. Und gibt's einfach nicht.
Geht einfach nicht. Kannst du empfehlen, sehr gut. Ja. Okay, dann sind wir soweit durch mit diesen Themen. Jetzt kommen wir zur Rätselecke, obwohl es eigentlich schon fortgeschrittene Zeit ist. Müssen wir doch mal. Hoffentlich hast du ein leichtes. Rätselecke. Schieß los. Ein leichtes, nachdem was du letzte Woche mit dem Basketball gemacht hast, erwartest du jetzt ein leichtes Rätsel von mir, mein Freund. Ansonsten musst du ein bisschen helfen, weil ich muss nachher Mittagessen kochen. Ja, ja, ist schon okay. Also, ich habe mir ein Rätsel rausgesucht und überlegt zu einer Schauspielerin, die heute tatsächlich auch Thema der Sendung war. Und zwar Salma Hayek. Da bin ich völlig informiert. Frag mich. Ja, das dachte ich mir. Du folgst ihr ja auf Instagram. Definitiv. Und bist ja quasi genau, sie hat sogar schon mal der größte Salma Hayek-Fan von Pattonville. Salma Hayek ist ja auch mal aufgewachsen, war mal ein Kind. Und meine Frage ist... In Mexiko. Meine Frage ist, was die Großmutter von Salma Hayek regelmäßig mit ihr gemacht hat. Tanzen. Nein. Hat es irgendwas damit zu tun, was sie für ihre spätere Schauspielkarriere vorbereitet hat? Das ist eine Frage. Also tanzen, würde das zum Beispiel umschließen oder zum Beispiel singen, sprechen, Acting. Schminken. Was, winken? Schminken. Hast du gerade winken gesagt? Schminken hat sie gesagt. Schminken. Ja, winken verstanden, ja. Ja, Kind, so winkst du richtig. Ob es deswegen war, weiß ich nicht. Also irgendjemand war Sängerin bei ihr in der Familie, das weiß ich. Fischen. Okay, aber irgendjemand was? War, ich weiß nicht, ob es die Oma war, deswegen sage ich singen. Nee, singen war es nicht. Okay. Angeln. Nein. Ach so, hattest du jetzt eigentlich auf die Frage, ob sie das für die Schauspielerei, war das ein Ja oder Nein? Ja, ich weiß nicht, ob es da dafür ausgelegt war. Nee, aber ich meine, also nicht für die Schauspieler, nicht für das Handwerk. Auf ihre spätere Sache kommt ihr das zugute, meine ich jetzt. Also das, was sie da, die Erfahrung. Es kann ihr durchaus zugute kommen, allerdings nicht für das Handwerk. Hat es irgendwas mit, sagen wir so, künstlerischer Prägung zu tun? Nein. Kate. Aber es ist eine Aktivität. Ja. Na, was macht man mit Kindern? Hat die Oma, du hast ein Ja gekriegt, Entschuldigung, mach weiter. Ja, ist es was Außergewöhnliches, was jetzt nicht jeder macht? Ich finde ja. Okay, hab ich das schon mal gemacht? Nein. Okay, oh Gott. Zum Glück. Was zum Glück? Ist es eine sportliche Aktivität? Nein. Es ist nicht künstlerisch und nicht sportlich. Huh. Also es ist nicht sportlich, aber ich gebe ja einen Tipp, ich bin ja nicht so. Es hat tatsächlich was mit ihrem Körper zu tun. Oh, die musste sich so dehnen. So total flexibel machen. Nein. Was macht mit Kindern? Jetzt muss ich direkt fragen, kann ich es irgendwie eingrenzen, dass ich erstmal ein Ja hole? ich frage mal, hat sie sie durchgekitzelt? Nein. Oh, ich weiß es nicht. Irgendwas mit dem, Erik, mach mit noch dem mal. Körper. Mir fällt jetzt gerade auch nichts ein. Also irgendwas mit dem Körper. Ist es was Spezielles? Oder wird das auf der ganzen Welt gemacht oder ist das irgendwas? Ich sag's dir ganz ehrlich, habe ich keine Kinder, zum anderen eigentlich nein. Also ich glaube, ich habe das in dieser Art und Weise noch nie gehört, nein. Okay. Musste sie so, nee, das ist ja sportlich. Ich glaube, wir brauchen noch einen Tipp, Chris. Hat's was mit der Ernährung zu tun? Nein, es hat nichts mit der Ernährung zu tun. Es hat allerdings mehr was mit dem Aussehen zu tun. Was mit dem Aussehen? Du bist dran. Ja, aber wenn es im Aussehen... Also hat sie so verkleiden gespielt? Nein,
Nee, das würde man ja auch woanders. Oh, haben die vielleicht so, haben die vielleicht versucht, andere zu imitieren? Nein. Das wäre was Künstlerisches. Ja, aber es hat mit dem Aussehen zu tun, nichts mit Schminke. Hat sie irgendwelche körperlichen Dinge an ihr verändert? Ja. Haben die Haare ganz kurz Ja gehabt. Ich habe es vorhin schon einmal durchgehen lassen. Irgendwas am Oberkörper verändert? Ja. Okay, jetzt tasten wir uns mal langsam ran hier. An den Haaren? Ja. Okay. So, jetzt ist die Frage, was? Gibt es da nur ein paar Möglichkeiten? Sehr lang wachsen lassen oder sehr... Obwohl, da würde ja die Oma nichts machen. Hat sie ihr die Haare gefärbt, ihrem Kind? Nein. Nein. Hat sie ihr die Haare rappelkurz geschnitten? Sag doch einfach ja. Ich sag mal, was? Sag doch einfach ja. Nee, ich sag mal tatsächlich nein. Nein. Aber es ist schon sehr nah dran. Aber hat sie ich hab eine Idee. Wie ein Junge geschnitten? Ein jungen Haarschnitt? Nein. Aber sie hat ständig neue Frisuren bekommen. Ich glaube in dem Fall noch nicht mal nein. Sondern nur eine. War immer die gleiche, aber... Oh, ich weiß was. Aber ich bin dran. Ja. Also es war immer die gleiche Frisur. Nicht gefärbt, sondern eher... Da lacht sich ja kaputt. Ich wiederhole, es ist völlig abstrus. Muss ja... Hat sie ihr die Haare... Nee, Quatsch. Rasterlöcke? Nein. Vielleicht reingeflochten irgendwas? Nee. Jetzt bist du dran. Hat sie ihr einen Topf auf den Kopf gesetzt und immer den Topfschnitt gemacht? Nein. Das soll ja auch... das gibt's ja woanders. Aber nein. Also das sogenannte Topfschnitt. Ihr seid echt nah dran, aber nein. Ich sag ja, es ist völlig abgefahren. Ich hätte das auch, würde das bei Kindern nicht machen. Das kann man. Hat sie ja so einen Sidecut oder sowas? Nein. Sie hatte ihr die Haare selber schneiden lassen. Nein. Oh, abrasiert. Ja. Mit einem Rasierer. Oh. Ja. Glatze. Das, ja. Wie, jetzt immer noch nicht? Und dann ja, ich habe ja gesagt, hallo. Ja, aber was ist jetzt das Ergebnis? Also ja, Lösung, das oder? Hat sie gemacht, aber natürlich wäre es jetzt noch schön, wenn ihr wisst, was alles und warum. Das wäre natürlich die Masterlösung. Die Kopfhaare. Ja, die Kopfhaare. Und was noch? Wie, was noch? Die Augenbrauen. Genau. Und jetzt noch die Frage, wenn ihr es jetzt noch beantworten kann, warum, derjenige darf das nächste Rätsel stellen. Damit es nicht so warm ist. Damit sie aussieht wie ein Mönch. Beides falsch. Ich habe keine damit Ahnung. Damit sie eine Perücke aufsetzen konnte. Und dann damit sie nicht eitel wird. Nein. Damit sie die Haare schneller trocknen. Weil nein. Haare trocknen hat so lang gedauert. Keine Ahnung, Chris. Soll ich es auflösen? Ja, ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr drauf. Warum nee. Man okay. also, Kind die Haare... Großmutter von Salma Hayek hat ihr regelmäßig Kopf und Augenbrauen abrasiert, weil sie gedacht hat, das würde das Haar dicker, glänziger und dunkler machen. Aber als Baby dann, oder? Ja, als Kind, ja. Ja, als Kind oder als Baby? Weil ich habe das tatsächlich schon von einem Friseur gehört, dass man das bei Babys machen soll, den ersten Pflaumen mal wirklich wegmachen. Damit dann die Haare stärker werden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Hier steht als Kind. Als nicht Kind. Als Baby. Naja, gut, als kind ist ja Baby auch. Also, ja, ja, Kind, wenn die ersten Haare ja, kommen. Ja, so ein Bullshit. Bei manchen kommen die ja später. Ja, aber das ist tatsächlich, also, das ist wohl. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es funktioniert. Ja, als Baby okay, aber als Kind? Also, wenn die ersten Haare kommen, bei manchen kommen die ja relativ spät. Kann ja sein, dass dann schon.
Ja, gut, was ist. Ja, aber dann machst du es einmal oder so, aber doch nicht regelmäßig. Ach so, regelmäßig? Nee. Regelmäßig! Okay. Aber dass dann die Eltern nichts gesagt haben, so, ey, Oma, ey, alles klar mit dir? Hast noch alle Latten am Zaun hier oder was? Ey, Morok, was geht? Morok, was ist bei dir los? Okay, sehr schön. Ein Fakt, den ich noch nicht wusste über Selma Hayek. Ja, siehst du mal. Genau. Wo ich es mir auch nicht ohne Haare jetzt unbedingt vorstellen möchte. Gut, Musiktipps haben wir ja auch. Das heißt, wer ist denn jetzt eigentlich dran? Moment, wer macht denn jetzt? Komm, Kate macht das nächste Mal, die war jetzt lange nicht da. Okay. Oder? Max ja. Nicht. Okay. Dann gucken wir doch mal in die Musiktipps rein, wo ich ja ein passendes habe für heute. Music. Kate, was hast denn du? Ich habe mir einen ganz alten, uralt Klassiker von Britney Spears ausgesucht, namens Stronger. Oh, apropos Britney Spears, habt ihr das gesehen? Die eine Uni in den USA, wo versucht hat, ein 3D-Modell von Cleopatra zu machen, das aussieht wie Britney Spears. Nee, hab ich nicht gesehen. Na gut, es geht ja noch, solange wie es nicht aussieht wie diese Statue von Ronaldo, die da in Portugal am Flughafen steht. Der aussieht wie der Glöckner von Notre Dame hier. Chris, was hast du? Ja. Für unsere Playlist? Ich habe, weil diese Woche ist es 40 Jahre alt geworden, das grandiose Album von AC/DC, Back in Black, wurde 40 Jahre alt und ich habe aus diesem Album einen meiner Favorite Songs rausgenommen, Hell Spells. Das kommt ja auch jedes Mal. Hey, kurz, die Bettwäsche haben wir gerade drauf. Kurz vorm Anstoß. Ja, siehst du mal. Ihr habt AC/DC Bettwäsche, wie romantisch. Na klar. Ja, klar. Ich habe passend zu Ja, du hast du für die Bettwäsche von hier, wie heißt sie, Helene Fischer, Sauruck. Ich habe Paw Patrol. Oh, das gibt jetzt aber dem Ganzen ein bisschen komischen Touch hier. Ich habe passend zu unserer Sneak Preview von Antonio Banderas und Los Lobos den Canción del Mariachi aus dem Film Desperado, wo ja Selma Hayek mitspielt. Und das passt ja dann auch zu deinem Rätsel und alles. Sehr cooler Song. Herrlich. Was für eine runde Sache, ne? Kommt gleich ganz am Anfang. Mit Selma Hayek angefangen, mit Selma Hayek aufgehört. Definitiv. Nee, aufhören tun wir, indem wir uns bei den Patreons bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Danke, Selma. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht auf den Link, den ihr auf kinocast.net findet für Patreon. Und ja, vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben durch Einsendungen, durch Kommentare und sonst was alles. Und ich denke mal, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Bis bald im Kinocast.